Welche Fehler solltest du auf jeden Fall bei einem Dreh für einen Imagefilm oder einen Eventfilm vermeiden, damit du eine harmonische Kundenbeziehung führen kannst und auch in Zukunft von diesem Auftraggeber gebucht wirst? Falls du gerade kurz davor bist, einen Imagefilm zu drehen oder ein Eventvideo steht bevor, dann lass mich dir helfen, gewisse Fehler zu vermeiden. Generell muss man sagen, dass es wahrscheinlich unendlich viele Fehler gibt, die man machen kann, und jeder Filmemacher kann hier wohl eine andere Geschichte erzählen. Ich möchte dir deshalb meine 6 Fehler erzählen, die mir vor allem in dem letzten Jahr passiert sind und ja, ich durch dieses Video vermeiden hätte können. Erstens, denkt für eure Kunden mit. Du solltest immer davon ausgehen, dass der Kunde noch nie so ein Projekt gemacht hat. Sie wissen nicht, wie etwas abläuft, und deshalb gibt es so viele Dinge, die für dich möglicherweise als selbstverständlich erscheinen, aber dennoch solltest du dies abklären mit dem Kunden. Mein Beispiel war, ich habe dem Kunden vertraut, als er zu mir meinte, dass man auch O-Töne aufnehmen sollte und die Mitarbeiter bekommen das schon hin. Ich war als Second Shooter gebucht und meinte dann noch so zum Team, ey, sollten wir nicht wirklich echt nicht einen Teleprompter mitbringen, also ich glaube, das geht nicht so gut aus. Ja, es lief dann darauf hinaus, dass wir dies nicht gemacht haben, und das Ende vom Lied war, wir haben für die O-Töne, bei denen wir so circa eine Stunde eingeplant haben, dann auf einmal 2,5 Stunden gebraucht. Deswegen, beim nächsten Mal gab es dann für einen anderen Aufträger genauso eine ähnliche Situation. Die Agentur meinte, dass wir keinen Teleprompter brauchen und so weiter. Und auch der Auftraggeber so, das kriegen wir schon hin. Ich sage dann so, okay, pass auf, ich nehme ihn einfach mal mit, ja, okay. Und das Ende vom Lied war, der Mitarbeiter musste einen Wahnsinnstext runtersprechen mit Zahlen, Daten, Fakten, und er hat es noch am Tag selbst abgeändert, also bevor wir gedreht haben. Ja, und wenn ich keinen Teleprompter mitgenommen hätte, dann hätten wir den ganzen Tag wahrscheinlich für diese Aufnahmen gebraucht. Und so war das Ganze halt innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Der hätte sich mit Sicherheit nicht diesen Text einprägen können innerhalb dieser kurzen Zeit und auswendig lernen können und dann ihn perfekt ohne Probleme in die Kamera sprechen können. Ja, also auch nochmal eine andere Situation, wenn eine Kamera vor einer Person steht. Deshalb vertraut da nicht blind euren Kunden. Denkt lieber selbst ein bisschen mit, denn der Kunde vertraut auch schon ein bisschen so darauf, dass du schon weißt, was du tust, weil du bist ja eigentlich der Experte. Der zweite Fehler, vor dem ich dich bewahren möchte, ist es, dass du die Dinge, die du machen wirst, ganz klar regelst und vielleicht auch sogar schriftlich festsetzt. Damit meine ich, wenn zum Beispiel eine Überstunde auftritt, was dann? Wenn der Kunde eine Änderung im Video haben möchte, was dann? Bekommt er 2 Revisionen for free oder verlangst du pro Revision nochmal einen Mehraufwand? Und wie viel kostet das dann pro Stunde? Ich hatte den Fall, dass ich dem Kunden das Video gesendet habe und ihm hat es auch sehr gut gefallen. Er wollte dann noch, dass sein Logo oben rechts in die Ecke eingeblendet wird. Dann dachte ich so, okay, ja, ist eigentlich mehr Aufwand, aber ja, mein Gott. Ich rendere es jetzt mal neu raus. Es waren zwar 5 Videos, also, aber ihr kennt es ist schnell eingefügt. Ja, und dann machst du das natürlich halt mal, weil du nett sein willst, ja, und die Kundenbeziehung natürlich pflegen möchtest. Dann 2 Wochen später wollte er dann, dass das Logo doch wieder entfernt wird. So, und wenn du hier nicht halt klar deklarierst, dass das ein Mehraufwand ist und das Rendern und Exportieren und Uploaden auch Zeit in Anspruch nimmt, dann kann das eben auch noch schlimmer ausgehen als jetzt in diesem Fall. Danach war das natürlich geklärt, aber es können noch mehr Revisionsrunden anfallen und, und. Gerade in Firmen gibt es ja auch oft dann Meetings, wo mehrere Leute über das Video schauen. Natürlich ist dann einer von 10 Leuten in diesem Raum, der dann wahrscheinlich auch was am Video auszusetzen hat. Also rechne auf jeden Fall mit Revision, aber deklariere es richtig und stell klar, dass zusätzliche Kosten anfallen. Ansonsten denkt der Kunde, er kann dieses Spiel unendlich lang spielen. Ebenfalls sollte dir bewusst sein, dass du die Schuld nicht auf den Kunden schieben darfst in so einer Situation. Viele Kreative machen das und sagen dann so, oh, der Kunde ist so schwierig, ja, boah, das dauert ewig, bis der Auftrag zu Ende ist. Aber um ehrlich zu sein, nein, du hast einfach deine Leistung nicht klar kommuniziert und solche Fälle nicht klar abgesprochen. Der dritte Fehler, den du vermeiden solltest, und das hört sich vielleicht für viele wirklich jetzt selbstverständlich an, ist es, ein Model-Release einzuholen. Du kannst natürlich auch so einen Model-Release-Vertrag am besten am Drehtag auch mitnehmen. Ich hatte tatsächlich den Fall, dass nach Fertigstellung des Videos, dass es dann Leute gab, die die Firma verlassen haben. So, jetzt dachte ich, dass man sich vorher natürlich darum gekümmert hat, dass diese Leute einverstanden sind, dass sie gefilmt werden, weil ich war ja am Tag da, die haben mich gesehen, die haben die Kamera gesehen. Ich habe da anscheinend falsch gedacht, denn tatsächlich hat niemand
von diesen Personen etwas unterzeichnet. Und vor allem in Deutschland mit der DSGVO und dem Datenschutzgesetz kann dies nicht gerade gut ausgehen, wenn man solche Videos dann trotzdem publiziert. Ich weiß, für viele mag dieser Tipp, wie gesagt, selbstverständlich klingen, aber für viele auch nicht. Deshalb holt euch immer ein Model Release ein, selbst wenn es nur für einen O-Ton ist, der 2 Sekunden gehen soll. Einen weiteren Fehler, den du vermeiden solltest, ist es, vom Kunden dir Sachen vorgeben zu lassen. Was ich damit meine ist, der Kunde hat natürlich eine gewisse Vorstellung vom Video, aber oft können sich auch Kunden recht wenig vom Endergebnis tatsächlich vorstellen. Das heißt, der Kunde sucht oft die Mutter aller Imagefilme. Aber okay, ein Beispiel dazu war die Situation, dass ich einen Kunden hatte und ein höherer Mitarbeiter in dieser Firma hat einen Liedwunsch geäußert. Und zwar hätte er gerne Imagine Dragons als Hintergrundmusik in diesem Imagefilm. Okay, dann habe ich ihn erst einmal so ein bisschen aufgeklärt und ihm ganz nett erklärt, dass das nicht ginge, aus rechtlichen Gründen, GEMA, Urheberrecht und so weiter. Und dann hieß es so, ja, ob man nicht ein Lied in so eine Richtung suchen könnte. Dann habe ich so gemeint, ja, okay, kann man schon, es wäre dann so ein epischer Song mit Trommeln und alles drum und dran, richtig? Ja, und hier ist das Problem, denn der Kunde denkt, dass eine gewisse Sache doch echt cool wäre, aber die kann er sich nicht wirklich vorstellen an dem tatsächlichen Video, wie es dann am Ende aussehen wird bzw. anhören wird. Nur weil er gerne Imagine Dragons hört, heißt das nicht, dass man so eine Musik auch in einem Imagefilm verwenden sollte. Also es gibt gewisse Wünsche, da kann man natürlich gerne auf den Kunden eingehen, aber zum Beispiel die Musik ist etwas, die musst du deinem Kunden diktieren. Das heißt, ich gehe da schon so vor, dass ich dem Kunden sage, du musst mir da vertrauen, ich mache mir da sehr viele Gedanken über diesen Song, du musst mir da vertrauen und das wird am Ende gut gehen. Auch auf die Bitte, dass man die Musik zusenden solle vorher, gehe ich so gut wie nie ein. Ich weiß, dieses Thema ist komplex und schreib mir da gerne in die Kommentare, wie du hier vorgehst, aber ich suche teilweise wirklich stundenlang einen Song aus und fühle mich dann in dieses Video hinein. Dann komme ich auf Ideen, wie und wo ich die O-Töne einbauen könnte und wenn jetzt der Refrain anfängt, dann könnte ich doch die Szene einfügen und, ja. Und dann weiß ich, wenn ich das so mache, dann wird das Video echt der Hammer und es löst richtig viele Emotionen aus. So, aber der Kunde hört sich halt einfach diese Lieder an und achtet halt wahrscheinlich so mehr auf die Melodie und achtet so drauf dann, okay, was gefällt mir so am meisten. Aber das war es dann auch. Der denkt sich ja nicht so rein wie du. Und das Ganze ist dann so ausgegangen, ich habe einfach entschieden, was ich für richtig hielt, habe einen Song gewählt, der aus meiner Sicht besser gepasst hat. Und der Kunde fand es mega und war dann auch im Nachhinein sehr dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. Und wir haben dann gar nicht mehr über einen anderen Song, ja, der Imagine Dragons-like klingen sollte, gesprochen. Das ist natürlich nur eine Vorgabe, die man diktieren bzw. vorgeben kann. Oftmals weiß der Kunde einfach nicht, was wirklich gut ankommt und was schon, weshalb du solche Dinge möglichst im Vorfeld einfach abklären solltest oder auch am Drehtag selbst. Fehler Nummer 5. Sende niemals, niemals einen Rohschnitt vom Video raus. Diesen Fehler habe ich schon recht früh feststellen können. Wenn du einem Kunden ein unfertiges Video sendest, dann kann es gut mal in die Hose gehen. Das heißt, der Kunde kann sich oft nichts unter einem halbfertigen Video vorstellen. Ich habe bei einem Video gedacht, dass wenn ich dem Kunden das jetzt so zusende, dann denkt der Kunde, boah, das ist ja der geilste Shit ever. Ja, aber dem war halt dann nicht so. Ich hatte dann noch mehr Arbeit als vorher und der Kunde war nicht gerade zufrieden. Der Grund dafür ist, dass der Kunde sich einfach auch nicht das fertige Endergebnis vorstellen kann, obwohl ich es ihm geschrieben habe und gemeint habe, wir können das doch so und so machen und das. Aber der Kunde kann sich das nicht vorstellen. Ein Beispiel, das ich dazu hatte, war, dass ich einen Imagefilm gemacht habe und der Agenturleiter wollte sich mal die O-Töne anhören, die wir gedreht haben. Ich dachte mir so, okay, ja, weiß nicht so, ob ich jetzt zusenden soll, weil es ja eigentlich nicht fertig ist, aber ja, der ist ja Agenturleiter, der weiß doch schon, wie das so ist mit unfertigen Dingen, der würde es schon verstehen. Naja, das Ende vom Lied war, dass er unglaubliche Angst hatte, dass dieses ganze Projekt nichts mehr wird. Ich hatte das Video noch nicht fertig und es fielen schon Sätze wie, ja, also wenn das Video nicht gut wird, dann werden wir es nirgendwo veröffentlichen und auch niemanden zeigen. Also du wirst bezahlt, aber das kommt nirgendwo online. Da stehst du auch dann so als Filmemacher da und denkst dir so,
okay, das ist eigentlich nicht so der Anspruch, den ich habe und ich möchte eigentlich schon, dass meine Videos gut sind. Auf jeden Fall habe ich ihn dann erstmal ein bisschen beruhigt und gesagt so, hey, pass auf, das wird alles, glaub mir, vertrau mir da so ein bisschen, ich regel das, ne? Weil ich hatte eigentlich ein recht gutes Gefühl, nachdem ich die O-Töne aufgenommen habe. Und ich habe das Video dann fertig gemacht und ihm zugesendet und als Antwort, das werde ich nie vergessen, kam dann zurück so, Walter, du hast das Unmögliche möglich gemacht. Und da muss ich schon etwas schmunzeln, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil am Ende haben alle dieses Video ziemlich gefeiert und wollten daraufhin noch mehr Videos drehen. Und deshalb sendet nur fertige Ergebnisse raus und nichts anderes. Eure Kunden können sich oft nichts unter einem Rohschnitt vorstellen. Der letzte und wichtigste Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest, ist es, keine Fragen oder Texte vorher rauszugeben. Ich habe mit Kunden Vorgespräche geführt und wir haben uns beraten und wir haben das Ziel vom Video herauszufinden und vieles mehr und haben uns da recht viele Gedanken gemacht. Daraufhin haben wir dann konkrete Fragen aufgeschrieben, die wir dann den Kunden und den Mitarbeitern stellen, damit wir diese dann im Video als O-Töne eben verwenden können. Ich habe noch explizit gesagt, dass wenn wir authentische Antworten haben möchten, dann müssen wir einfach eine Frage stellen, nichts vorher rausgeben und eure Mitarbeiter sollen dann darauf einfach spontan antworten. Ja, sie sollen keine Antworten vorgegeben bekommen oder ähnliches. Am Drehtag ist dann Folgendes passiert. Die Marketingleiterin hat allen Kunden und Mitarbeitern die Fragen vorher zugesendet. Daraufhin haben diese Personen sich Antworten aufgeschrieben und haben tatsächlich ausgedruckte DIN A4 Blätter mitgebracht, wo ihre Antworten drauf standen. Das Schlimme war noch auch, sie haben diese Antworten versucht auswendig zu lernen und genau das ist das Unauthentischste, was du im Video haben kannst. Diese Antworten haben sich angehört, wie wenn so ein Viertklässler ein Gedicht vorträgt. Deshalb, das war dann eine nicht so ganz einfache Situation, wir haben es noch gut hinbekommen, aber kommuniziert ganz klar an euren Auftraggeber, dass die Fragen vorher nicht rausgesendet werden sollen. Die Marketingleiterin hat sich ja auch nichts Böses dabei gedacht. Sie wollte eigentlich die Leute nur nicht ins eiskalte Wasser schmeißen. Und das kann ich auch verstehen, jedoch ist dann eben auf der anderen Seite ein anderes unerwünschtes Ergebnis passiert. Ja, noch ein Bonustipp zum Schluss. Für viele ist es super unangenehm, wenn sie zum allerersten Mal eine Kamera vor sich haben und viele wissen gar nicht, wie sie sich dabei verhalten sollen. Wichtig ist also, dass du selbst als Person auf die Leute zugehst und ihnen natürlich die Angst nimmst, indem du denen einfach sagst, so pass auf, das wird ganz easy, bleib ganz locker, du vergisst die Kamera nach wenigen Sekunden und es wird schon alles. Ja? Der Kunde zahlt nämlich nicht nur für dein Equipment und für deine Expertise und für deine Zeit, der Kunde zahlt auch für dich als Person. Das heißt, du kannst einen super Job machen. Wenn du dich am Ende mit dem Kunden nicht verstanden hast, wird er dich nicht für Folgeaufträge buchen. Also egal, wie schlecht du an einem Tag gelaunt sein magst, lass es nicht beim Kunden raus, sondern sei ein Komplettpaket und versuch einfach, ja, der beste und tollste Mensch an diesem Tag zu sein. Ich hoffe, dir haben diese Tipps geholfen und du bist besser als ich für deinen nächsten Imagefilm oder Eventfilm eben vorbereitet. Ansonsten smash den Like-Button, lass mir ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.